Hallo Leute, ich bin's euer Dominik und ich begrüße euch zur ersten Folge der neuen Coop-Karriere hier in F1 2019. Das Ganze mache ich nicht alleine, sondern mit dem guten Pit zusammen. Moin Moin. Genau, wir beide werden jetzt hier eine Saison fahren, bis halt F1 2020 rauskommt im McLaren. Ich habe Sainz ersetzt und er den guten Lando Norris. Und ja, wir sind jetzt hier in Australien. Wir machen ein Blitzqualifying in jedem Rennen und ein 25% Rennen. Das heißt so ungefähr zwischen ja, 12 und 18 Runden, irgendwie sowas. Und da würde ich sagen, starten wir direkt ins Blitzqualifying rein, oder? Würde ich sagen. Jojo. Auf geht's. Oh shit. Das wird lustig. Und wie sieht's aus? Läuft schon. Ja, bin jetzt hinten bei den zwei Rechtskurven. Ich bin jetzt schon in der. Ja, ich auch. Ich bin jetzt in dieser langgezogenen Rechtskurve. Vorletzte Kurve. Also, Pole habe ich definitiv nicht. So, irgendwie Platz 7, 8, 9. Oh mein Gott. Lewis Hamilton. Ah, ja, ja, ja. Ich hab richtig verkackt. Ich will nur vor dir sein, 9. 7. Ah, ja, richtig verkackt, ich merk's. Ich hatte halt zum Schluss kein ERS mehr, oh man. Ah, ja, 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 okay. Ja, es könnte interessant werden, das erste Rennen. Bist du echt 7. Das kannst du mir nicht erzählen, ey. Du bist halt echt 7. Das kann nicht wahr sein. 3/10 bist du schneller gewesen. 1,3 Sekunden war Hamilton schneller. Das ist auch geil, die beiden Mercedes, die beiden Ferraris, die beiden Red Bulls. Bin besser aus dem Mittelfeld. Ja, auf geht's. So, da sind wir in der Startaufstellung. Wie wir sehen, es wird regnen. Es wird zwar nicht das ganze Rennen regnen, ich denke mal, wir werden am Ende noch mal auf die Slicks wechseln. 16 Runden sind's. Muss mal gucken, ja, ich werde so gleich mal 3 Runden mehr Benzin mitnehmen und dann würde ich mal an den Start gehen, oder? Ja, ich muss hier noch ein bisschen Benzin ändern. Oh mein Gott, du bist ja direkt vor mir, hab ich voll vergessen. Oh nein, das wird lustig. Oh ich Jungs, das könnte lustig werden. Einführungsrunde nicht, oder? Nee, hab ich ausgemacht. Mag ich nicht. Okay, das sind die 5 roten Lichter. Und los geht's. Oh, ich hab Angst. Ich hau mir in den Frontflügel weg. Und mir geht's. Oh nein. Alter. Nein, ich hab mich weggedreht. Ja, schieb mich wieder zurück. Nein! Nein. Bin noch auf der Strecke. Nein. Jawohl, Safety Car, immerhin. Oh, war das blöd. Komm, ich will vor Albon. Vor Albon. Oh, die sind sich hier alle fort. Ich habe eine 5 Sekunden Strafe, Glückwunsch. Ich habe Durchfahrtsstrafe. Warum? Ich habe nicht aufs Delta geachtet. Oh, das ist bitter. Oh, dein Rennen war so gut, du Affe. Ich habe schon wieder verkackt. Ey, jetzt hat er noch eine Durchfahrtsstrafe, ja. Viel Spaß. Darfst du 2 Stops machen. Und mich gedreht. Ich weiß nicht, wieso. Ich auch nicht. Die stehen hier alle. Ich kann irgendwie nicht im Regen fahren, ich weiß nicht wieso. Und du hast aber nur einen Platz verloren, zum Glück. Jetzt bin ich immer noch auf 7. wie vom Start. Ich bin 13. Vor allem ist es nicht mal aufgefallen, dass ich im negativen Delta war. Doch, weil es oben steht. Ja, aber mir ist es ja nicht aufgefallen. Oh, Verwarnung, wir haben auf streng, ne? Fällt mir auf. Oh Gott. Nein! Ich war ja früh Start. Jo, ich darf an die Box gehen. Warum? Ich bin Magnussen. Nochmal eine Strafe. Ich habe jetzt schon 10 Sekunden Strafe. Ey, Leute, das kann doch nicht wahr sein. So, gehen wir jetzt mal in die Box, holen wir uns neue Reifen. Nochmal eine Strafe, Kurve abgekürzt. Hä, was für Kurve abgekürzt? Ich habe schon nochmal eine Strafe. Ich habe jetzt 5. Einfach nochmal neu starten. Ich habe jetzt 15 Sekunden.
Ah, Wollen wir jetzt, einfach nochmal okay. neu Nee, starten? nee, die warten 5 Sekunden, alles gut. Gut, ja. Nee, nichts neu starten, so ist das Leben. Neu starten ist langweilig. Ja, egal, 10 Sekunden, die hole ich noch irgendwie raus, hoffentlich. Ey, wenn ich jetzt zumindest einen Punkt hole, wäre ich so glücklich, glaube ich. Runde 3, das Safety Car kommt endlich rein. Hat ja mal ein bisschen lange gedauert. Ich hoffentlich kann ich jetzt nochmal aufschließen aufs Feld. Da ist einer draußen, ne? Was macht Hamilton? Ja, frage mich auch gerade. Ich sehe es noch auf der Minimap. Hamilton ist übelst langsam. Ja, 10 Sekunden Strafe. Ich habe 20 Sekunden jetzt. Hamilton ist raus. Ja, ich habe 20 Sekunden Strafe. Warum das jetzt? Weil ich wieder Kurve abgekürzt habe. Obwohl Oh. ich so langsam gefahren bin. Das kann nicht wahr sein. 20 Sekunden, wie soll ich die rausholen? Ja, mal gucken. Was macht Hamilton? Der ist raus. Ah, ich sehe es. Das Rennen ist schon mal zu vergessen gewesen. Komm, gib jetzt mal Gas endlich. Ja, Hamilton fährt mir voll hinten drauf. Wenn ich jetzt eine Strafe kriege, ey, da höre ich auf mit der Karriere. Nee, okay. Hamilton ist doch raus. Ja, aber ist mir trotzdem hinten drauf gefahren. Ist mir komplett hinten drauf gefahren. So, Restart war ja bei mir mal exzellent genial. Oh, innen vorbei an Kwiat. Sehr, sehr früh gebremst, aber er ist noch außen. Und ich habe ihn. Aber er ist noch. Oh, er ist immer noch außen. Gleicher Motor gegeneinander. Nein, komm. Oh, Kwiat. 500, ja. Alter, Kwiat. Der ist mir voll hinten drauf gefahren. Ja, du bist jetzt hinter mir. So, jetzt in vorbei an Giovinazzi und an Russell, der wieder voll auf mich einlenkt. Und jetzt kriege ich noch eine Strafe, pass auf. Ne, Platz 15. Boah, Russell immer noch außen. Aber das wird auf der Gerade ist nicht lustig. Er kommt, aber ich bleibe, glaube ich, vorne. Ja, ich soll da vorne bleiben. Oh, Giovinazzi innen und Platz 15. Oh, innen vorbei an Albon. Jawohl, Platz 14. Oh, innen vorbei an Hülkenberg. Boah, in der letzten Kurve, ey, da habe ich bis jetzt jeden überholt. Und damit vor auf Platz 13. Das läuft doch. Und ich denke mal, er sollte mit seinem Renault-Motor aber auch nicht mehr vorbeikommen. Und damit Platz 13. Das sieht ja mal richtig, richtig gut aus. Oh, jetzt innen vorbei an Gasly und an Kubica. Und das gibt eine Strafe. Nein. Ah, ich muss gegen Kubica zurückgeben, die Position. Okay. Aber ich gebe einen besseren Ausgang. Bin auf Platz 11. Habe leider einen beschädigten Frontflügel. Oh, Kubica ist halt noch innen. Okay, ich werd, glaube ich, sterben jetzt. Ja, Platz 11. Jawohl. Und da habe ich quert. Jawohl, super. Oh, jetzt direkt hinten dran an Magnussen. Den könnte ich mir jetzt hier in dieser Kurve schnappen. Ist das Platz 10? Er ist noch außen. Aber wir haben ihn, Platz 10. Und jetzt noch 20 Sekunden rausfahren auf Magnussen. Dann habe ich's. Zwei in einer Kurve. Oh, ist gut gemacht. Ich habe jetzt schon 2,5 Sekunden auf Gasly aufgeholt. Das heißt, wenn es so weitergeht, schaffe ich es gleich noch. Oh, besserer Ausgang als Grosjean kann ich mir denn jetzt schon holen. Ja, und das ist Platz 9. Jawohl. Oh, innen vorbei an Perez. Gegen seinen Teamkollegen hat er sehr schlecht ausgesehen und ich habe ihn jetzt. Platz 8. Oh, viel besserer Ausgang als Stroll, aber er hat halt einen Mercedes-Motor. Aber da komme ich vielleicht auch vorbei. Ja, ich bin neben ihm. Ja. Platz 7. Und er ist draußen. Ja, das bitte, Albon. Oh, Stroll, Alter. Stroll. Bist aber ein richtiger Deutscher. Alter, ich werde. Alter! Im Sandwich von Magnussen und. Oh, der ist aktiviert. Bitte geht nochmal in die Box. Magnussen und. Stroll haben mich im Sandwich gehabt. Ich Und. wäre neunt, ich wäre vielleicht Neunter, wenn nicht sogar Achter geworden. Oh Jetzt komplett roter Flügel. Ich muss an die Boxengasse. nein, das ist so Wegen bitter. diesen zwei Vollidioten. Ja, das ist bitter. Aber Leute, ihr habt es gesehen, der ist aktiviert. Pit darf jetzt zum zweiten Mal in die Box. Oder zum dritten Mal schon? Ne, zweites Mal. GZ an Sebastian Vettel. Die beiden Ferraris gewinnen. Vor Bottas auf 3, Verstappen 4. Dann ist Räikkönen auf 5. Ricciardo auf 6. Wir sind dann auf 7. Wir werden dann wahrscheinlich nach hinten gereicht. Definitiv schon mal hinter Grosjean. Ich denke auch mal, die Punkte werden es auch nichts mehr. Letzte Kurve. Nochmal gut mitnehmen, noch ein paar Zehntel rausholen und auf geht's. Komm, komm, komm. Für was reicht es? Zumindest ein Punkt. Anzeige zeigt mir an. Siebter. Okay. Grosjean kommt aber bestimmt Achter. Oh, bitte reicht's, bitte reicht's. So, Grosjean, achter Platz. Ich bin Achter. Bitte.
Bitte, das muss reichen. Das müssen Punkte sein. Neunter, Magnussen, hör auf. Ich bin Zehnter. Ich bin Elfter. Nein, Zwölfter. Ich bin Zwölfter. Nein. Wäre ich nicht im Sandwich, wäre ich wahrscheinlich vor Magnussen. Ja, wahrscheinlich. Magnussen fährt wirklich wie in Real Life. Müll. Stroll auch. Wir haben 1,5 Sekunden gefehlt. Schau dir das bitte mal an. Ja, ich bin auch nicht im Ziel. Kimi auf 5. Ja, ich sehe es gerade hier. Ich bin bei dir in der Sicht. Uhu. Und Perez hinter dir, Platz 17. Also Platz 12 und Platz 17. Ja, ist nicht gut. Aber Leute, wir werden auf jeden Fall noch das Rennen jetzt in Bahrain machen. Ne? Denn die Folge ist ja eh nicht lang. Und für die erste Folge können wir mal direkt mal zwei Rennen machen. Ne? Und endlich mal Trockenrennen in Bahrain, weil da wird es definitiv nicht regnen. Ne? Ja, Vettel hier gönne die Siegerehrung. So, und da sehen wir hier nochmal das Rennen. Ja, hier, seht ihr, 20 Sekunden Strafe. Stroll hatte auch sogar eine Strafe, ne? 5 Sekunden, ne? Ja, weil er mich halt weggerammt hat. Ja, wahrscheinlich deswegen. Ja, würde ich sagen, gehen wir weiter und sehen wir uns im Blitzqualifying wieder. Und wie ich versprochen habe, sind wir jetzt hier in Bahrain. Wir gehen direkt zur Strecke. Mal schauen, was wir jetzt hier im Blitzqualifying machen. Ich habe auch mit Pit gesprochen. Er möchte auf jeden Fall Punkte, ne? Punkte Ja. müssen drin sein. Wenn hier im Rennen keine Punkte drin sind, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber ich habe eine gute Pace gehabt in Australien. War wahrscheinlich auch im Regner, weil ich denke mal, zumindest ein Punkt wäre hier möglich. Willst du mal weiter drücken? Ich muss hier noch kurz Setup machen. Ach, guck mal. Der hat jetzt ein Setup und ich bin trotzdem schneller. Ja, geht zur Strecke. Ja. So, ich habe mal Okay. vorher 4 Runden mitgenommen. Mal schauen. So, dann sind wir mal Blitzqualifying. Mal schauen, was jetzt hier so in der Runde abgeht. Erste Kurve schon mal richtig hart verkackt. Du bist wieder extrem laut bei mir. Das hat sich leise gemacht, das Spiel. Da mache ich ihn immer automatisch leiser. Und sorry für dieses Klicken die ganze Zeit, das ist bei Pit seinem Lenkrad, weil ich spiele ja ohne Lenkrad und er mit, deswegen. Hörte das, mache ich aber gleich leiser. So, dann sind wir die letzten zwei Kurven. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich werde nochmal abkürzen. Ne? Aber nein, ich denke mal, es wird wieder so, ja, wieder Top 10 sein, hoffe ich mal. Und hoffe ich mal, dass ich vor Pit bin. Weil sonst wird es lustig in der ersten Kurve. So, letzte Kurve. Nochmal gut mitnehmen. Es war recht gut. Ich denke mal, wahrscheinlich wieder Hamilton auf Platz 1. Ne, Bottas, okay. Und ich bin auf, ich weiß nicht. Zeig's mir an. Platz 10. Ah. Hä? Wieso bin ich Platz 17? Weil du schlecht gefahren bist. Hä? Weil du schlecht gefahren bist, Hatte ich ja. eine Strafe? Weiß ich nicht. Warte mal. Ich hatte keine. Warum bist du so leise, also laut? Ja, 75. So. Wo bist du? Warum habe Bist du echt auf Platz ja. 17? Was hast du gemacht? Ja, guck mal, bei uns sind es 4 Zehntel und es sind 7 Plätze. Wieso? Oh Gott. So, das werde ich reinschneiden, das war der größte Fail. So, sind wir jetzt hier in der Startaufstellung. Wir gucken mal, ich denke, ich gehe mal eine Runde 4 an die Box. Nehme dann 18 Runden Sprit mit und dann, ja, würde ich direkt sagen, Lego. Zurück. Lass dir ruhig Zeit. Noch ein bisschen Sprit. Oh, nicht 3 Runden Überschuss, das ist ein bisschen zu viel. Ich habe 4 Runden Überschuss und. Zurück Fahre ich, und fahr ich das starten. ganze Rennen auf Fett, ist doch auch egal. So, da sind die 5 Rundenlichter zum zweiten Mal in dieser Folge, zum zweiten Mal in der Saison. Und los geht's. Und ich habe einen brillanten Start direkt an Kimi vorbei. Schon mal auf Platz 9. So, ich möchte jetzt in dieser ersten Kurve nicht sterben mit dieser Online-KI. Aber ich gehe halt aggressiv rein. Und ich treffe schon wieder Albon direkt hinten. Das kann nicht wahr sein. Immer noch 9. Oh, außenrum über Magnussen. Und ich musste Platz. Ich muss beide wieder zurückgeben. Ja, komm, fahr doch vorbei. Ja, wow.
Nein, Magnussen. Ich bin nur auf Platz 10. Komm jetzt auch an Magnussen vorbei. Nee, komm, ich lass dich fahren. Nein, ich wurde gedreht. Dankeschön, Raikön. Genau, egal, ich habe keinen Schaden. Ja, super. Och man, Raikönen, Mann. Oh, Kubica mit seinem Williams ist richtig langsam. Innen rein, er lenkt schon wieder auf uns ein. Das machen die ganz gerne. Und damit sind wir auf Platz 18. Aber gleich kommt wahrscheinlich wieder der Mercedes-Motor auf der Geraden. Aber wir sind vorerst mal vorbei. Jawohl, Platz 18. Boah, innen vorbei an Russell. Ich habe den so fast weggedreht. Aber der war so langsam. Und jetzt, Leute, schaut euch jetzt mal diesen Mercedes-Motor an. Er kommt. Ja, er kommt nicht vorbei, er ist ja richtig langsam. Sein Teamkollege greift den an. Boah, was die Williams machen, das musst du ihm angucken. Ich sehe es nicht. Ja, nein! Das kannst du in meiner Folge sehen. Ich werde Giovinazzi gleich fast so hinten reingefahren. Oh, vorbei an Ricciardo und an Kwiat. Ja, Platz 14. Das läuft doch. Aber jetzt kommt Ricciardo wieder zurück. Ich werde innen verteidigen. Und wir bleiben erst einmal vorne. Oh, wir kommen sehr, sehr gut ran an Magnussen. Es kann mir jetzt aber egal sein, weil ich werde jetzt eh in die Box gehen. Oh, ich habe weggedreht. Bitte keine Strafe, bitte keine Strafe. Nee, kriege ich aber nicht. Aber ich gehe jetzt mal in die Box, Leute. Holen mir jetzt mal einen Satz der Mediums. Und mal schauen, ob ich jetzt zu Ende fahren kann. Ich denke mal schon. Reifen 31%. Aber ich will halt einen Undercut auf die ganzen kriegen. Mal schauen. Hab mich ein bisschen gedreht, aber hab mich abgefangen. Perfekt. Erster Stopp in der Cup-Karriere, 2,7 Sekunden. Ich hoffe mal, ich bleibe vor Raikön. Der kommt jetzt hier gerade in der letzten Kurve auf der langen Geraden. Aber ich sollte vor ihm bleiben. Und das ist Platz 19. So, Pit ist in der Box. Irgendjemand ist jetzt draußen und es wehe. Es gibt einen Safety Car. Da raste ich komplett aus. Boxenstopp war 2,6. Du fährst gerade weiter, ne? Ja. Okay, ich krieg dich nicht. Oh Gott, du bist meilenweit vorne. So, Russell ist raus. Ich bin vor Russell, aber du hast noch eine Strafe, ne? Eins. Ja, 3 Sekunden. Okay, 1,2 Sekunden schneller. Was ist deine schnellste Runde? 1,32,1. 1,31,9. So, schön leicht Kubica überholt. So, und damit geht Magnussen auch in die Box und damit Position 17. Ach, Kubica, du bist ein Arschloch. Frontflügelschaden. Ich hab doch gesagt, der bremst übelst früh. Ja, aber das ist kein Dings, wo ich in die Box gehen muss. Also gelber Flüge auf einer Seite. Ja. Und du bist auf 10, ne? Und ich bin jetzt auf 11. Oh Mann. Hülkenberg und Gasly sind es. Ich bin aber nur ganz knapp vor denen. Bin 9. Stark. Oh, da liegt ein Frontflügelteil. Aber nicht meins. Ja, von Stroll. Das war ein Pinker. Das habe ich gesehen. Jetzt könnte ich mir schnappen, außer er kriegt DRS. Er hat kein DRS. Das ist es. Komm, 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 komm. Zieh, du Renault-Motor, komm. Ja, ja, ja. Ja! Ich hab ihn. So, komm, jetzt haben wir noch 2 Runden wegzuziehen. Noch eine Strafe. Oh nein. Bin zu weit rausgekommen. Ey, das wäre Platz 9, das wäre richtig gut. Das wird aber nicht reichen. Schade, wird es nur Platz 11. Ne, trotzdem Platz 10, weil du hinter mir bist. Aber wo bist du da? Wahrscheinlich Club 13. So, letzte Kurve. Nochmal gut mitnehmen. Wir werden wahrscheinlich, wenn ich gut gerechnet habe, einen Punkt mitnehmen. Denn wir werden Pit überholen, denn er hat 2 Zeitstrafen. Und damit, ich bin noch Platz 12. Wie kann ich 12. sein, wenn ich nur eine 3-Sekunden-Strafe hatte? Weil da noch die 2 dahinter waren. Waren die aber so nah? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, die sind nochmal ganz schön nah gekommen. Nochmal ein Doppel... Nee, nochmal Ferrari-Sieg. Alles mal schade. Der... Wo ist ein Vettel? Weiß ich nicht. 4. Hülkenberg war 2 Zehntel nur vor mir. Ey, wieder keine Punkte. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann sind wir nochmal bei der Rangliste. Ihr seht sie ja nochmal. Dann würde ich sagen, Leute, war es das von dieser Folge. Wenn ich die Folge gefalle, könnt ihr gerne ein Abo dalassen und Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das ist es von mir, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.